Guten Morgen. Im windigen Neustrelitz. Morgen. Windkäppig. Motor. Motor, jetzt endlich geht's los. Komm. So, der Plan fürs Ablegen. Moment. Sofort. Gestern Abend hatten wir hier 4 in Böen 6 bis 7. War ein bisschen ungemütlich, der Anleger. Jetzt sind nicht mehr ganz so starke Böen, aber es böte immer noch direkt in den Hafen rein. Ich warte nur gerade, bis das GPS hochgefahren ist. So. Jetzt gucken wir mal, in welcher Reihenfolge. Moin. Moin. Vorne kann runter, die in der Mitte kannst du dann rüberheben und ich mache schon mal die hinten rein. So. Ist die mittlere schon drin? Da draußen tanzen die Bojen. Heidi, gib Stoff, draußen wackelt's. Mach ein bisschen hin, draußen wird's wackelig. Bläst. Ja, die haben Backbord auch noch. Gleich schaukelt. Weiß, aber da ging ich hinten. Noch fahren wir ganz langsam. Schwan schaukelt auch. Ja gut, 4 bis 6 sind angesagt. Die 4 Hammer sind überall Schaumkrönchen. Das ist die für die Wellenhöhe maßgebliche Windstärke. Die 6 sind in Böen, die machen keine Wellen, aber versauen einem schon mal hier und da ein Anlegemanöver. Alles drin? Alles drin. Ich bin auch drin. Gut, Heidi ist drin. Alles ist drin und wir bleiben wieder brav am Tonnenstrich. Es geht los. Stadthafen Neustrelitz. Tschüss. Wir bleiben wieder natürlich am Tonnenstrich, halten uns grob am Grünen, da gibt es nämlich mehr Tonnen von. Und fahren heute nur bis Petbad. Wir wollen einfach mal gucken, ob die Kneipe da oben noch existiert. Das sind mal Motivationen. Ja. Guck, ob die Kneipe noch Mein Fakt ist, dass wir es deswegen nicht geschafft hätten, wegen der 6 Schleusen. Und die Biro-Schleuse macht ja auch schon früh zu. Und da ist da eigentlich nur noch Petbad, wo man dann halt übernachten kann. Ja. Oder man müsste an der Schleuse irgendwo anlegen und warten. Also ist auch wir. Nicht so schön. Boote und Meer wollen wir nicht schon wieder. Nee, da waren wir jetzt auf. Und die Marina Kano, oder wie ihr heißt, da ist ja auch so ein Anleger. Carsten? Nee, im Kano ist ein Anleger. Der ist aber immer gerammelt voll jetzt mit diesen Holzhütten, die wir ihre Station haben. Okay. Wissen wir auch nicht, ob es da einen Platz gibt. Ankern ist ja, bei weiterhin 4, 5 bis 6 Windstärken auch nicht so richtig schön.
vor allen Dingen, weil der Wind nicht konstant nur aus Südwest bläst. Insofern ist Pripyat angesagt. Pripyat ist natürlich jetzt draußen, die Gastflieger liegen voll im Wind. Wird auch ein interessantes Anlegemanöver, weil der Wind ja nicht wirklich weniger wird. Ein bisschen schon, hat es geheißen, oder? Ja, 2 Stundenkilometer. Ja, siehst du mal. Das sind vom fortgeschrittene 4 auf mittlere 4. Der normale Wind. Ja, aber jetzt gerade am Ablegen hat man doch auch Glück. Da war doch auch ganz war eine Höhenstelle, genau. Ja, genau, aber keine Höhe. Und der Hafen ist natürlich ein bisschen geschützt. Also Betonung liegt doch ein bisschen, heute Nacht hat es ein bisschen geschaukelt und gerockt. Es ist Herbst. Genau. Jetzt fahren wir erstmal bei herrlichem Sonnenschein wieder zurück über den Zierkasee und in den Kammerknopf. Genau. Bis zur Schleuse Fossetting. Hier kommt uns gerade das Segelbötchen aus dem Slawendorf entgegen. So schätzen wir das gerade ein. In Neustrelitz gibt es ein Slawendorf. Ist ein bisschen wieder aufgebaut für Kinder-Action im Stile der ursprünglichen Slawensiedlung hier. Und zu diesem Dörfchen, Slawendörfchen, gehört hier der kleine Segelkutter. Ist gar kein Kutter. Das Segelboot, das auch so gebaut ist, wie wohl vor 2000 oder 3000 Jahren die Slawen hier ihre Runden gedreht haben. Mit denen kann man dann immer Ausflüge machen. Heute allerdings unter Motor, wie wir sehen. Die sind gerade nicht, dem ist nicht nach Segeln zumute, vor allen Dingen nicht mit Westen. Wir sind im Kammerkanal und im Kammerkanal ist, gelten zwei Regeln. Das eine ist durchgängige Sog- und Wellenschlag vermeiden, Schild hatten wir gerade. Und das andere 9 Stundenkilometer. So, das sind zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen natürlich. Die 9 Stundenkilometer darf keiner überschreiten, selbst wenn er überhaupt keine Heckwelle macht. Und ansonsten müssen alle Boote gucken, dass sie keine Heckwelle mehr machen. Wenn das bei 4 Stundenkilometer erst der Fall ist und man schneller nicht fahren kann, dann darf man halt nur die 4 fahren. Wir haben es so ungefähr bei 7-8, dass wir kaum noch eine wahrnehmbare Heckwelle haben. Also auch wir fahren jetzt keine 9 Stundenkilometer hier. Der Kammerkanal, das haben wir ja schon erzählt, wurde ja erst in Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, als Ausbau eines schon vorhandenen Flößerkanals, der Neustrelitz mit Wesenberg verband. Ich habe jetzt gerade was gefunden. Lest das mal. Wo der heutige Kammerkanal in den Woblitzsee verläuft, also am Ende dieses Kanals, gab es zu den damaligen Zeiten, und da redet man also wirklich zu einer, von einer Zeit, die als die Germanen hier noch siedelten, also noch vor Jesu Geburt sozusagen, gab es zu den damaligen Zeiten nichts. Der Kammerkanal wurde erst viel später gebaut, haben wir gerade gesagt. Zu den damaligen Zeiten vor Jesus Geburt gab es allerdings zwei Bäche, die aus Sophienhof und Wiesenthal kamen und kurz vor dem damaligen Zirkersee zusammen in den See flossen. Dort mitten im See gab es diese Germanensiedlung, die ausgebaut und erweitert wurde, als das Seeufer noch mehrere hundert Meter weit weg war als heute. 200 Menschen lebten, wirtschafteten da und vieles andere. Es gab sogar eine Wäscherei und dazu nutzte man den damaligen Zirkersee. Den hat man übrigens auch noch benutzt, als Neustrelitz gegründet wurde, das Schloss da war. Da ließ nämlich das Schlossherr unten am Zirkersee im Wäschespülhäuschen die Wäsche waschen und spülen. So, und wo heute das Wasser vom Zirkersee ist,
an dessen Seite gegenüber der Stadt, also da, wo es ganz flach ist, wo man nicht fahren kann, verlief zu den Zeiten noch vor Jesus eine Handelsstraße der Germanen aus Richtung der Lieps und aus dem Tollensee kommend. In diesem damaligen uralten Ort Zirke wurde gehandelt, gearbeitet, gewerkelt und Rituale abgegolten. Tollensee oder Tollense? Tollense. Und der Tollense, also es war doch auch der Fluss, es gab den See da auch noch nicht. Es gab da nur die Bäche, das wurde ja irgendwie später alles viel mehr. So, diese Handelsstraße verlief weiter durch die Stentitzwiesen am Großen Lanz vorbei, bis zum Fürstenseer See Richtung Schweingartensee, den kenne ich gar nicht, bis in die Feldberger Region und weiter bis an die Oder. Also dieser alte Ort Zirke existierte also schon vor Jesus Geburt und entwickelte sich zu einem Handelspunkt. Der Name Zirke bedeutet in die heutige Zeit übersetzt sowas wie Zentrum. Und heute ist Zirke ein Stadtteil von, Ortsteil von Neustrelitz. Genau, deswegen habe ich ja gedacht, der Zirker See heißt ja schon viel länger Zirker See, als es Neustrelitz überhaupt gibt. Und deswegen wollte ich wissen, wann Zirke gegründet wurde und stieß hier auf diese Quelle. Also das alte ursprüngliche Zirke ist ein versunkener Stadtteil von Neustrelitz und das heutige Zirke erinnert noch daran. Dieser alte Ort Zirke, der jetzt im Zirker See im Morast versunken ist tatsächlich, ist so ähnlich wie die versunkene Stadt Vineta vor Usedom, die es aber nicht gab. Vineta ist nur eine Sage, Zirke nicht, ne? Wissen wir Bescheid. Den hat es schon früher vor Jesus Geburt bereits gegeben. Es ist aber nichts für Hobbytaucher. Im Zirker See wird Baden überhaupt nicht empfohlen, ist sogar verboten, weil der noch ja, über die letzten 50 Jahre alles eingesammelt hat, was an Fäkalien aus den Orten, was an Düngemitteln aus der Landwirtschaft kam, aus Wäschereiabwässern. Sie jetzt wieder viel Geld freigegeben haben, um den noch weiter zu sanieren. Der, also der wird saniert. Die Frische kann man auch schon wieder essen, aber der ist noch so überdüngt. Baden sollte man da nicht. Vielleicht sollte ich noch sagen, woher ich das jetzt alles vorgelesen habe. Das ist ein Herr Björn Kruse auf der Seite I Love Neustrelitz, der da über den versunkenen Stadtteil Zirke beschreibt. Der erste Kommentar dazu, du könntest Reiseführer werden. Wieder was gelernt, was ich nicht wusste. Haben wir auch. Jo. Und jetzt genießen wir den Kammerkanal. Oder was? Noch was? Nee, jetzt war erstmal nichts. Nee. So ein Kammerkanal. Der wurde halt dann später gebaut, um hier Frachtschiffe von A nach B bis nach Hamburg und nach Berlin fahren lassen zu können, von der Strelitz aus. Deshalb auch die Schienenbahn. Genau, die haben ja eine große Hafenbahn gehabt und viel Getreide und Holz und Zeug transportiert. Und wurde ja auch erst recht spät aufgehört damit. Und jetzt nicht sogar erst nach der Wende diese ganze Geschichte da eingefroren. Die Speicher wurden erst nach 1990 alle ausgebaut und zu Hotels umgebaut. Ist schon spannend, auf welchen tollen Wasserwegen wir uns so bewegen, ne? Ja, jedes Stückchen, kann man gucken, hat seine Geschichte. Jo. Schleuse Vosswinkel voraus. Ganz rot. Und der Reiher fliegt direkt vom Schiff. Steuerbord. Guck ja gerade los. Ich habe die Sonnenbrille auf, ich sehe nichts. Ach so, ach. Ist dann ja auch nichts. Man musste vorfahren, bis wir da dran ziehen können. Genau. Heute ist kein Paddler da, der das für uns macht. Sieht aber so aus, als wäre die Schleuse offen.
trotzdem müssen wir eher sagen, das verschleusen wollen, oder? Ja. Schleuse hat wohl offen. Das heißt, wir machen da nicht groß fest, sondern ziehen erstmal. Wenn wir Glück haben, kriegen wir gleich Grün. Jetzt frischt der Wind wieder ein bisschen auf. Ist ein bisschen gemein, hätte auch warten können. So, machen wir, dass wir Heidi an das Schleusenziehteil rankriegen. Möchtest du den Hebel? Ja, nimm mal den direkt an dem Hebel, ne? Davor. Weiter Richtung Schleuse den. Also den dahinter. Wie auch immer. Bisschen weit weg. Jetzt kommt der Wind wieder so, dass er uns randrückt. Der Wind schiebt uns automatisch ran. Oh, aber heftig. Und wir sind dran. Locking in progress. Und was sagt er weiter? Locking in progress. Wird vorbereitet. Da ist die Schleuse erst die Einfahrt da hinten, dann habe ich mich vertan. Ich glaube, kannst einen Moment belegen. Ich habe mich enttäuscht. Das Schleusentor ist weiter hinten. Das ja, hat. Klar. Ich denke, da muss der vielleicht Wasser runterlassen. Kann sein, dass der jetzt andersrum ist. Also 12:20. Fasswinkel. Kaum ist eine Wolke vor der Sonne, wird sofort wieder frisch. Nur ist grün. Hier ist jetzt wieder recht windig. Wir wählen jetzt die Seite mit dem Wind, also wir lassen uns mit. Doch, jetzt kommt er von schräg links. Gut, eben kam er von Steuerbord. Dachte, wir lassen uns ein bisschen im Wind randrücken. Ist einfacher als gegen den Wind, sich an die Schleusenmauer zu nähern. Und wenn die Schleuse unten ist, haben wir drinnen eh keinen Wind. Ja, jetzt kommt er ziemlich genau von vorn. Und bei den automatischen Schleusen muss man natürlich immer gucken, ob wirklich auf beiden Seiten eine Ziehstange ist. Hier ist es, glaube ich, so. Wir gucken gleich mal auf Backbord. Ist jedenfalls das Häuschen mit der Stange schon mal. Ich ja, aber hier kann man ja absteigen. Ja. Gut ist eh, weil das die blöde Richtung. Hier ist die Stange, aber da kann man hinlaufen. Mal einen Blick nach hinten, da kommt nichts. Also sind wir alleine. Kannst den an dem Geländer nehmen. Wie an da hinter? Wollen wir jetzt die absteigen dazwischen den Geländern? Das war die Idee. Einen Schritt näher ran, bitte. Das kriege ich jetzt nicht. So, ich kriege das hier. So, wir tauschen. Ich bin gerade mal durch, dass die abgegeben sind. Okay. So, dann nehme ich das beide und jetzt ziehen wir.
Beim Runterschleusen kann man halten, wo man will. Man kann ja mal absteigen. Du gehst vielleicht einfach in das Häuschen rein. Was war das Problem? Kann man nicht von hinten ran? Da waren Knöpfe, aber da hätte man Schlüssel gebraucht. Sesam, öffne dich. Keine Räuber dahinter, freier Kanal. Alles gut. Motor an? Oder? Ja. Ganz reinholen, ja. So, wir treiben jetzt schon ein bisschen im Kanal, das heißt, ich kann hier mit einem ganz leichten Steuereinschlag schon rausfahren. Und immer aufs Heck achten. Rot dreht sich hinten. Der Reiher begleitet uns immer noch. So, letztem Rückenkammerkanal. Hinterher kommt der Woblenzee. Da ist dann windig. Da wird es ein bisschen windiger vermutlich. Hier war es windgeschützt. Von vorne merken wir es. Und am Ende des Woblenzees kommt dann die Schleuse. Wir sind da. Tanken müssen wir noch nicht. Tanken tun wir im Rechten. Da gibt es ja auch schon Winterdiesel. Gut, ich meine, die Mineralölfirmen, die haben nichts anderes jetzt als Winterdiesel. Für das Schiff brauchen wir nicht wirklich. Das soll man versuchen, ob der Motor bei Minusgraden anspringt, halte ich für unwahrscheinlich. Vielleicht will man den ja mal als Eisbrecher nutzen. Könnte ich? Sollte man vielleicht über einen Schwalschiff nehmen? Stimmt. Kein Eisbrecher. Kann man da nicht so ein Geschirr vorspannen? Und Eisbrechergeschirr? Ich glaube, ich sitze da lieber zu Hause bei gemütlichen 19 Grad. Oder was auch immer uns diesen Winter erwartet. Und guck mir Eisbrecher im Fernsehen an, aber ich brauche nicht. Muss nicht auf dem kleinen Schiffchen hier hoppen. Nein. Guck, das sind auch Wellen. Sehe schon. Kleine Wellen. Kleine. Immerhin. Wellen. Groß werden sie nicht. Nee, nee. Hm? 3 bis 4 Windstärke werden. Mehr nicht? Welche? 3 bis 4 ist nicht schön. Mit Plätscher. Mehr nicht. So, grün bleibt an Backbord. Wir fahren. Berg runter. Genau.
berghoch sind wir eben gefahren, jetzt bleibt grün am Backbord und so viele Tonnen haben wir jetzt hier nicht, dass die eine. Ne? Aber immerhin. Und dann wieder das Wasserskigebiet, oh nee, da kommt noch einer und ganz am Ende kommt nochmal eine rote an der Ausfahrt. War da nicht auch noch eine Betonung zu dem kleinen Hafen da hinten in der Ecke? Ja, das war Richtung Quassower Havel. Ja. Aber der wollen wir ja nicht folgen, die Quassower Havel kann man nicht fahren. Mitten auf dem Problemsee. Huch, Heidi ist schon wieder nicht dabei. So, wieso war Heidi wieder mit noch? Doch, sie hat mich gerade wieder mitgenommen. Bitte was? Hab dich wieder mitgenommen. Sehr gut, finde ich nett von dir. Ja. Mitten auf dem Problemsee drehen jetzt so ein bisschen nach Backbord rein, weil der Ausgang Richtung Pripatsee, Richtung kleinen Pripatsee, ist da links. Geradezu der Ort. Ist das? Nee, das ist nicht da. Doch, das ist Wesenberg. Also wir fahren jetzt auf den Ort Wesenberg zu, aber in den, wie heißt der? Achso, in die Havel, geht es halt ein Stückchen links vom Ort vorbei. Wesenberg ist übrigens auch ganz schön, wenn man da mal Halt macht, lohnt sich da reinzugehen. Das hat ein paar ganz nette Häuschen und... Ist auch ein berührendes Städtchen, da sind noch viele Veranstaltungen. Ja. Kommt da nicht auch unser Strelitzius aus her, der ist gewesen da? Der kommt da auch her, ja. Das ist ein Blogger, der hier über die Region bloggt. Also wenn ihr alles mitkriegen wollt, was hier los ist. Wer wann Kabel, Autos geklaut, Transporter ja, auch sowas, wo was für Motorradfahrer gegen Baum gefahren ist oder Fußgänger vor die Ampel hier laufen. Wann Impftermine, aber wo sind. Vor allen Dingen sämtliche Veranstaltungen. Wo ist Musik? Wann ist Musik? Wo sind Hafenfeste? Was auch immer aus dem ganzen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Der Strelitzius. Kann man abonnieren, kriegt man jeden Tag E-Mails. 4-5 E-Mails mit wichtigen Mitteilungen. Der kommt noch, wenn er ganz fleißig ist, kommt noch mehr. Ja. Haben wir auch gehört, dass unser Bundespräsident vom 11. bis 13. Oktober in der Stadt ist, deswegen kann man nicht aufs Bürgeramt gehen, weil dann das Bürgerzentrum gesperrt ist für die Öffentlichkeit, dass auf dem Marktplatz ein Politiker aus Serbien mit militärischen Ehren empfangen wird, dass vor kurzem ein Herzog von und zu, keine Ahnung, Mecklenburg, seine kirchliche Trauung in der Stadtkirche vorgenommen hat. Und wegen der familiären Verbindung vorher noch klären musste, ob er das kurz nach dem Tod der Queen überhaupt durfte. Ja. Oder ob da nicht erstmal ganz lange lauter Feiern so wichtige verboten. Sachen erfahrt ihr da. Also man bleibt da wirklich total auf dem Laufenden. Ja. Damit sind wir auch schon am Ende des Moblitzsees. Uferzeichen voraus. Wind von Steuerbord. Das ist eine Blockhütte von Steuerbord. Die kriegt 4-5 zusätzliche Stundenkilometer durch den Wind. Lassen wir den vor. Das sieht so aus, als wenn der schneller da ist als wir. Ja, im Augenblick sind wir auf Kollisionskurs. Auch schön. Ich habe eine stehende Peilung, wie man so schön sagt. Darüber. Er wandert nicht aus. Ja, wenn ich diese Relingstange hier als Maßstab nehme, ist er da, kommt er da immer näher ran. Du nimmst nicht die Relingstange, du peilst einfach über das, worüber du jetzt gerade peilst. Wo hast du die?
Jetzt wandert er ein bisschen nach vorne aus. Nö, die ganze Zeit schon für meinen Begriff. Jetzt ist er nämlich schon dran vorbei. Der geht da vor uns rein. Der fährt vor uns rein. Er wandert da lang aus. Wenn er denn da rein will, aber ich denke schon. Wo soll er sonst drin wollen? Vor uns fährt jetzt das Arbeitsschiff hier vom DSA Erdarswalde, also nicht die Blockhütte, sondern noch dahinter. Der bringt jetzt wahrscheinlich weitere Steine. Wir haben ja gestern Steine abgeladen da an der Schleuse und fährt jetzt von seiner Schute da weiter voraus. So, jetzt wüsste ich gerne, was die Blockhütte vorhat. Ich will den jetzt nicht überholen. Ist allerdings sehr langsam, da sind wir kurz vor der Manövrierunfähigkeit. Gib mir mal schnell eine Kamera ab. Mache ich die Dinger aber nur auf eine Seite raus, oder? Wir wissen ja noch nicht, ist ja noch ein Stück hin, aber wir wissen ja noch nicht, wo der Anleger wo der vor uns rangeht. Und da war da zwischen Balken, ja. Machen wir erst am Backbord. Am Backbord werden wir an der Schute vorbei müssen und dann Steuerbord haben wir erstmal den Balken. Und da ist ein Fender hinderlich und nicht hilfreich. Sind aber noch 500 Meter hin, also. Oder 300. Da ist ein schöner roter Baum. Wo? Oh. Direkt hinter der Holzhütte. Ja, den hatte ich glaube ich schon. So, jetzt ist links ja erstmal der Anleger mit Tankstelle. Der ist an Backbord? Ja. Auf dem Beifahrersitz sitzen, damit ich was sehe. Sieht ja erst bei Wester aus, ja. Moin! Moin! Gut, das heißt, der liegt heute nicht im Weg. Was ist denn da vorne für ein Stau? Da kommt ein ganz dicker von vorn. Die Blockhütte fährt links. Die Schleuse ist grün. Ich weiß nicht, was der vorhat. Ich nehme an, dass der hier in den Anleger rein will, sonst soll er ja nicht so fahren, ne? Nehme ich mal an. Was steht denn da rum? Das ist die Baustelle. Wo? Oh. Dann. Das gucken wir gleich mal. Ich denke mal, eigentlich waren die für den Schleusen. Bleib mal weg. Haben die auf Schleusen gewartet. Und da will die Hütte wieder woanders. Ich habe keine Ahnung, wo die Hütte hin will, Heidi. Auch da links. Zum Anlegen. Die wollen da anlegen, davon gehe ich mal aus. Die Schleuse ist immer noch offen. Die Lampe sehe ich gerade nicht. Blende die Sonne zu aus. Eben war sie grün. Jetzt, doch, da ist ein rotes Licht. Wie viel dürfen da rein? Passen da rein? Ah ja, keine Ahnung. Die Schleuse, die wollte auch Schleuse. Jetzt fahren die hier wieder los, oder was? Da die fahren doch Richtung Schleuse. Ich meine die hier links. Ja, die fahren auch Richtung Schleuse. Na gut, hier ist Stau. Da vorne die steht auch nicht die Kunde. Dann warten wir halt mal, ne? Was machen die denn Weißen denn da? Wollen die auch schleusen oder nicht?
Ist das der große Dicke, der heute Morgen so abenteuerlich abgelegt hat? Ich würde mal sagen, ja. Ja, was macht denn der Weiße da? Der wohnt da. Ich weiß das nicht, sieht man auch nicht. Doch, jetzt hat er einen Außenborder gedreht, da ist jemand, der irgendwas tut. Der will ja auch in die Schleuse. Der will dann wahrscheinlich auch in die Schleuse. Also wir kommen diesen Schleusengang schon mal gar nicht mehr mit. Meine Güte. Ecke, Meckwahn. Bitte stellen wir uns das hinter das Hauspult an die Wartestelle, aber die soll weg. Ja. Für so eine Situation, das ist übrigens ganz gut, wenn man vorher mal ausgetestet hat, was der Wind mit dem Schiff macht. Dreht er den Bug in den Wind, dreht er ein Heck in den Wind, stellt dann einfach quer, S quer. So, dass noch von hinter uns was kommt, ist relativ unwahrscheinlich. Die Schleuse Vosswinkel waren wir ja alleine. Und die hier haben wahrscheinlich doch vor der Mittagspause hier gewartet. Der hatte ja bis um 1 Mittagspause. Gut, für einen hätten wir noch Platz dahinter. Nehmen wir die beiden Kleinen, nur den vorderen, ich den hinteren. Ja. Kannst du ein Stück vorfahren, oder? Nee, komm, lass wieder mal rangieren. Sollte sich irgendwann herausstellen. Ja, guck mal, die fahren auf jeden Fall. Ja. Na gut, fahren wir noch mal vor. Noch nicht die hier, sondern dann die danach. Ja, ja. Hallo. Da wurde anscheinend nur das Wasser geschleust. Hoppala. Blitze über Bord, voll mal nicht. Hast du reingeholt? So, folgen wir dem mal unauffällig. So, machen wir jetzt an der anderen Seite fest als hier, ne? Ist, glaube ich, egal. Kannst ruhig da bleiben. Kommt ja keiner mehr hinten. Heute haben sonst keine Schute in Wichelicht. Heute gibt es die vereinfachten Bedingungen. Gucken, ob wir es trotzdem hinkriegen. Ne? Immer wenn man denkt, klappt alles aus dem FF. Du möchtest einen Poller. Heidi will einen Poller. Bitte? Heidi will einen Poller haben. Ja. Wahrscheinlich den hinten, den ersten, der jetzt kommt, oder? Reicht uns das? Ja, oder? Ja.
Aldi hat ihren Poller bekommen. Das ist schön. Halt, freut. Huch, womit halten die denn da ab? Was weiß ich, Besenschrubber. Mit Mojastab. Na gut. Wo ist denn der Schleusenwärter hier? Doch, der unterhält sich da mit den Holzmachern. Ach so, na gut, dann kann es einen Moment dauern. Kannst du reinholen, Heidi? Heidi, hol doch mal bitte rein. Gut. Ja, dann kann ich uns nämlich von der Schleusenwand frei halten und trotzdem warten, was der da vorne macht. Und kann alles rein. Ciao. Bitte? Alles gut, alles drin. Kottel. Wir kommen nach Ahrensberg. Da fahren wir zweimal ums Eck. Und dann haben wir die Hausbrücke da vor uns. Linksrum kämen wir, wenn wir wollten, könnten, dürften, in den Drevensee. Dürfen wir aber nicht. Wollen wir nicht? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen rechts rum in die Finohafel. Runter Richtung großen Privatsee. Da kommt gleich die Brücke. Also das hier ist natürlich nicht die Hausbrücke, die man unschwer erkennt, sondern die danach. Ach, bevor ich es vergesse zu erzählen, Heidi hat vorhin eine Ente totgefahren. Gar nicht. Doch, doch, doch. Ich habe es genau gesehen. Heidi ist gefahren, sie wollte sie noch wegschicken, aber die haben sich nicht wegschicken lassen. Gar nicht, die ist einfach, die ist doch darüber zu ihren, nein, zu ihrer Herde. Ich habe hinten rausgeguckt, die lag da, die Beine. Gar nicht wahr, du hast gar nicht geguckt, da war, stimmt nicht. Der lügt. Heidi hat jedenfalls immer mit Tiere Angst, dass wir die Enten totfahren. Ja, weil die sich nicht wegbewegen. Aber ich glaube, durch die Bugwelle lassen die sich, das finden die toll. Die surfen dann auf der Welle. Hast du nicht gesehen, wie die hochgestiegen sind mit ihren Plattfüßchen so?
Ja. Die surfen dann. Gesurft oben die Beine. Dann die Welle runter, unsere Wahnsinnsbootswelle runter. Nee, nee, die haben da schon ihren Spaß hier. Das glaube ich auch. Ja. Die hat nichts tot gefahren. Die fährt nichts tot. Einzige, was Heidi tot macht, sind Spinnen. Aber auch nur dann, wenn sie einfach nicht weichen wollen. Dann muss man. So, da haben wir eine grüne Tonne. Nein, eine rote. Das war mal ein Steuerbord, ne? Oder bei runterfahren. Ja. So, Hausbrücken, Backbord voraus, da kommt gerade einer durch. Und hier an dem Fischer ist ja die Hölle los. 1, 2, 3, 4, 5 große Boote. Wahnsinn. Die haben auch so Unterkünfte, feste Unterkünfte für Kanuten. Habe ich gesehen. Sind die da immer? Ist der Anleger? Ich bin gerade irritiert. Das ist die Wildhofbrücke Ahrensberg. Hier steht nicht so. Die Wildverhinderungsbrücke. Das also ist die Wildhofbrücke, heißt die. Aber die da rechts liegen noch an dem Fischer. Ja, kann ja sein. War doch schon mal so viele gesehen? Nee, ne? Der ist nicht direkt an dem Fischerhof, sehr komisch. Aber es ist nicht als Anleger ausgewiesen, also ich weiß es auch nicht. Eher nach einem privaten Anleger aus. Ja, das kann ich meinen. Weil man die natürlich auch erstmal nicht sieht, wenn man andersrum fährt. Wenn ja aus der Brücke rauskommt, nee, dann wissen sie erst fallen einem die erstmal nicht auf. Vielleicht laden die da schon immer und wir haben sie noch nicht gesehen. Das vermute ich jetzt gerade. Na gut, wir fahren jetzt durch die Wildhofbrücke, heißt die, ne? Ja, oder Hausbrücke einfach. Die Hausbrücke. Und liegen schräg dahinter denn links rein in die Finohafel. Ne? Ja. Oder welcher ist das? Ja, Finohafel. Finohafel. Da erstmal durch so ein bisschen in Finosee. Ein Stückchen Finosee und dann, das ist hier Finosee und dann gibt es Finohafel. Ja. Wobei der Finosee recht überschaubar ist. Ja, aber es ist halt ein See. Der kleine Privatsee hat uns wieder. Und 0,6 sind wir durch den natürlich durch. Dahinter ist der große Privatsee, den fahren wir ganz runter und dann sind wir auch schon dem nächsten Privat. Genau, Privat da liegt am Elbensee, ne? Genau. Und da kommt von rechts die Löwenzhafelwasserstraße. Wir fahren im Augenblick noch die obere Havelwasserstraße. Morgen geht es dann wieder Richtung Müritz hoch. Jetzt fahren wir noch bergunter und gucken mal. Im Privat wird bestimmt ein interessanter Anleger nachher. Es ist nach wie vor ordentlich windig. Und der wird uns da beim Anlegen genau von vorne aus die Nase drehen. Besser als von der Seite.
Jein, mir ist von der Seite lieber. Weil vorne von der Nase heißt immer, wenn wir ein kleines bisschen uns in den Wind drehen. Das machst du dann nicht. Du werden wir sofort weggedreht. Ja, du musst dann ganz einfach gerade bleiben. Im Wind stehen. Eben. Genau das mach geht doch da nicht. Im Wind Fähnchen. Stehen geht nicht. Nein, aber. Wenn fahren geht. Ja, dann fährst du halt im Wind rückwärts langsam ran. Genau, genau. Und je langsam, desto dreht er uns. Das sagt er jetzt so, oder? Damit es hinterher wieder heißt, Micha, das hast du toll gemacht, trotz der Widerstände. Baut immer so vor. Aber ich meine, jeder braucht seine Herausforderung. Wenn du dir jetzt schon mal so suchst und genau. alles ganz schwierig vorstellst und dann war es doch ganz easy. Ding hat Methode. Wir gucken einmal, ne? Mit einmal gucken wird es nicht getan sein, glaube ich. Dann gucken wir halt mehrfach. Gut. Da kommt was, Angler? Keine Ahnung. Wir winken, das ist nett. Jedenfalls spaziert. Das ist echt schwer zu sehen hier, wo es reingeht. Beim Uferzeichen weiß man natürlich in etwa, wo es ist. Ja. Aber wenn die Sonne direkt von vorne aus dem Wasser glitzert und die Einfahrt dann im Schatten liegt der Bäume daneben. Gut, aber die Holzhütten sind dann da am linken, also von hier aus gesehen links. Ja, da ist der Backbordseite geparkt. Links, linke Hand, der Ort privat. Den umrunden wir jetzt einmal. Das ist ehrlich. Stückchen durchfahren, also dann sind wir schon im Hellbunden. Bei der gefährlichen Anlegestelle. Wind von vorn. Wenn du das mit den Leinen richtig machst und da sofort was fängst, haben wir daran gar keinen Fall. Ich wieder. Dann schief geht, bin ich schuld, dann ziehe ich wieder oder Schlenker oder... Ja, das darfst du alles nicht machen. Nur im richtigen Augenblick. Im richtigen Augenblick musst du natürlich ziehen. Ja. Was dann immer so richtig ist, ne? Entscheidet das ergibt sich aus der Situation. Ja, auch richtig. Das entscheidet der Skipper. Ja, das er hat schon so was. Viele Leinenmanöver von meiner Seite zunichte gemacht, weil er einfach anders gefahren ist, als ich dachte. Das ist auch eine Auslegung, stimmt. Ja. Das kommt halt von vorne. Oder? Ist das was Stehendes? Von lauter Hütten? Die Hütten stehen und da hinten steht auch was. Steht auch was. Fährt nichts. Es steht. So, aber unabhängig davon haben wir natürlich Gas rausgenommen. Ja, gehört sich jetzt. Ja. Aber die heißen alle Oklahoma, Jackson, Madison. Was? Das kann ich nicht lesen. Tom Sawyer Tours. Ja, das sind die alle. Heißt, yes. Unbefugtes Treten und Anlegen verboten. Joe, Ben Rogers, Huck. Der Huckleberry Finn hat das Schild nicht gereicht. Also, Little Rock, Memphis. Na, zeigen wir dann irgendwelche Bundesstaaten sind. Little Rock? Nee. Memphis. Spatt. Memphis. Spatt. Auch. Aber Hack nicht. Hack. Name aus Tom Sawyer. Kumpel. Das war schon eine Weile her, weil ich das hier lesen habe. Insofern erinnere ich mich nicht mehr an alle. Ist das ein echter oder ist das ein falscher? Was? Silberreiher. Falsch. Oder? Das sieht falsch aus. Der ist zu weiß für einen echten. Nee, nee, die sind zu weiß, weil der hat auch hinten, wenn, dann ist er gut gemacht, weil der hat auch hinten diese Feder. Richtig gut gemacht, das hat dann jetzt fliegt. Natürlich, das ist richtig natürlich dann, wenn er fliegt. Ja. Ne? Das ist die Illusion komplett. Hm. So. So, ich gehe mal davon aus, dass die freie Liegeplatz haben. Dann müssen wir ja mal einen da rein, zumindest, damit man das gefährliche Anlegemanöver machen kann. Du hast ein Thema gefunden. Ja. Ich habe schon Angst.
musst du mich halten. Du kriegst das. Bist ja bei mir. Du kriegst das. Bist du bei mir. Und nichts mit Stillruder See? Nee, der Ellenbogensee hier oben, oder Ellenbogensee, der ruht relativ selten. Ellenbogensee, nicht Ellenbogen. Trieb hat hier vorne die Außenanleger, die eigentlich immer an den Wind. So, dann schauen wir mal. Einmal ums Eck. Da sind ganz viele. Ganz viele Boote. Da ist aber ein Loch noch dabei. Ja. Und das Hausboot fährt weg. Wir nehmen das Hausboot fährt gerade weg. Raus. Ja. Fährt gerade raus. Machen wir mal eine größere Probe. Ja, fährt der raus oder fährt der rein? Das weiß ich doch nicht, was die da machen. Gut, dann mach doch mal rundherum klar. Wir nehmen die leere Box neben der blauen an Backbord rückwärts. Und ja. Du brauchst nur Backbord. Nee, nicht vorne, die zweite. Ja. Hast du sie? Und belegen. So. Gepackt. 15 Uhr. Ja, mit ordentlich Bugstrahl, aber das muss die ja sein. Die haben da so eine scheiß Ecke davon. Ja. Also es war nicht so schlimm, deswegen muss die Ecke jetzt herhalten. Doch, es rückt hier schon immer ziemlich drauf. Ja, das man sieht ja auch, Wasser schwappt ja hier auch rein. Ja, gut, aber jetzt liegen wir schön, ne? Für heute ist gut. Ja, für heute ist gut. Jo. Gibt es ja nachher noch ein paar Eindrücke? Gucken wir, ob da oben offen hat. Hoffen, dass hier kein dickes Charterboot neben uns rein will. Warum nicht, wenn es reinpasst? Mit dem Wind von da. Solche wie heute Morgen. Aber die anderen sind ja auch alle reingekommen. Also kommen, ja, wer weiß, abwarten. Wer weiß, zu welchen Kosten. Wir gucken. Da kommt schon eins.